Gut, Kompensator, wir gehen rein in die Drogen. Da habe ich mir, ich war vorgestern da, mein Friseur ist in der Nähe. Dann habe ich mir bei diesen Schnitzery, Mac and Schnitzel hieß es früher, habe ich mir was geholt. Ihr müsst euch überlegen, das war so 14 Uhr und ich weiß nicht, was da für Leute teilweise, ne? Aber am helllichsten Tag hauen die sich da Spritzen rein, machen auf der Straße, keine Ahnung, Digga. Ich verstehe nicht, wie das an einem so öffentlichen Ort passieren kann. Das ist einfach so, einfach, du läufst, ich bin da durchgelaufen, Digga, da, ich hatte eine Luft an gehalten, durchgerannt. Also nicht durchgerannt, aber durchgelaufen halt. 3,35, 4,15 bis 4,25 skippen. Okay. Wenn nicht, gibt's einen Twitch-Urlaub. Der ist damals weggeworfen. Hände raus. Hände raus. Drogen, Dealer, Dauerstress. Wow, U8 ist aber auch verrückte U-Bahn. Also U8, an die Berliner U8 auch. Berlin, der Hotspot für Kriminalität. Ist schon ein rechtlicher Zugriff für den U-Bahnhof. Um Straftaten in den Griff zu kriegen, gibt's die Brennpunkt- und Präsenzeinheit. Nee, sie gehen jetzt raus. Ich habe ein bisschen. Wir waren eine Tag- und eine Nachtschicht mit der Einheit unterwegs. Görlitzer Park, Berlin-Kreuzberg. 14 Uhr. Dienstbeginn der Brennpunkt- und Präsenzeinheit der Berliner Polizei. Hier soll Hauptkommissar Christian Stahl mit seiner Gruppe Straftaten eindämmen. Okay, Leute, wir werden ja die Maßnahmen aufnehmen, ja? Wir haben hier Beschaffungskriminalität, wir haben Roheitsdelikte, Körperverletzungsdelikte, Sexualdelikte. Ist Ahmed da? Ich schwöre, ich glaube, Ahmed war auch schon ein paar Mal dort, ne? Betrugsdelikte, hier ist die ganze Palette vertreten. Die Gegend hat den Status KBO, kriminalitätsbelasteter Ort. Einer von insgesamt 7 in der Hauptstadt. 7? Der Görlitzer Park gilt als Hauptumschlagplatz für Drogen und Zufluchtsort für Konsumenten. Timo kam gerade über Funk, sie haben bei der Durchsuchung einer Person eine PTB-Waffe gefunden. Also, was würdet ihr sagen, Top 7? Top 7, wo denn noch? Sag ehrlich, also auf jeden Fall so Marzahn und so, da geht's auch gut ab. Also auch im Osten, ne? Auch im Osten von Berlin, da scheppert's auch hart. Neukölln, Alex, ja, Wedding. Das kann ich ja mal sagen. Melina hat früher so in der Nähe, so Wittenau-mäßig, ne? Und ich habe sie früher immer nach Hause gefahren mit BVG, also mit U-Bahn und sowas. Und ich habe ganz woanders gewohnt. Ich habe da über eine Stunde hingebraucht. Da muss ich auch diese, Digga, da muss ich diese U8 auch so durchbrettern jedes Mal. U8 Wittenau bis zur Endstation. Alter Schwede, wir waren ja auch mal so öfter im Kino. Und dann habe ich sie so um 0 Uhr, 1 Uhr nach Hause gefahren. Junge, ich wollte einmal mit Schutzweste durch die Gegend fahren danach, ne? Auch muss ich mir richtig oft irgendwie irgendeine Kacke auch anhören. Also U-Bahnhöfe oder generell so Bahnhöfe abends in den falschen Orten, Gegenden, würde ich euch empfehlen zu meiden. Muss nicht sein. Eine PTB-Waffe, also eine Schreckschusspistole, ist zwar nicht verboten, der Besitz allerdings ist nur mit einem Waffenschein erlaubt. Die Polizisten überprüfen die Identität des Besitzers nach Haftbefehlen oder anderen Straftaten. Oh ja, ich bin noch nicht geschminkt und nichts. Mensch, ne. Alter, sieht der creepy aus, ne? So, Stefan, du siehst so einen, weil... Dass wir das gesagt haben. Also, wie er da schon so, irgendwie so das Auftreten an sich. Ich dachte, die sind schon in der Maske gewesen. Er sagt, die gestern gefunden. Darf ich mal fragen, Herr Stahl, was hier gerade kontrolliert wird? Hier in dem Fall haben wir eine waffenscheinpflichtige PTB-Waffe aufgefunden. Jetzt wird abgeklärt, ob die entsprechenden Berechtigungen vorliegen. Ja, oder? Wahrscheinlich hat er eine. Hat kein Magazin, keine Munition dabei. Ja. Wir werfen ihm natürlich trotzdem das Führen ohne die Berechtigung vor. Und er äußert, dass er die gefunden hat und eigentlich auch abgeben wollte, aber es nicht getan hat. Was für die Geschichte? Der Mann ist der Einheit bestens bekannt. Er ist seit 35 Jahren stark drogenabhängig. Was konsumieren Sie? Querbeet. So genannt, im Lehrbuch steht Polytox. Und jetzt, was haben die gerade konsumiert? Noch nichts. Ich bin mutgestört. So. Alter. Und inwiefern haben Sie denn schon mal darüber nachgedacht, auch aufzuhören? Sehr, sehr oft. Sehr, sehr oft. Aber das ist, aber ehrlich gesagt, ich tue lieber zufrieden konsumieren als unzufrieden abstinent sein. Nice. Habe ich nämlich viele Leute getroffen. Abstinent, wunderbar, aber so eine Fresse, kontinuierlich. Nee, dann grinse ich lieber zwischendurch und konsumiere ein bisschen. Ich komme mit klar, meistens zumindest. Ja.
Pläne für die Zukunft. Ich schwör's dir, Chat, ich hab das schon oftmals erzählt. Ich finde, manchmal gibt es so Sachen, auch hier so in Berlin oder in Großstädten. Vorgestern habe ich gelesen, einfach, da wurde jemand auf der Straße einfach aus dem Auto erschossen. Vor ein paar Monaten, das bekommt man so gar nicht mit, ne? Also das hört man dann, also steht dann einfach da, wenn du dich damit auseinandersetzt, halt, ne? Vor ein paar Monaten wurde hier irgendwo im Osten von Berlin, war eine Frau, die war bei sich zu Hause und dann ist ein Typ mit einer Kettensäge reingekommen, wie in so einem Film, durch die Wand irgendwie reingekommen und hat sie getötet mit der Kettensäge. Das war vor ein paar Monaten in Berlin hier. Und die Argumentation war, weil sie eine Hexe war, laut ihm. Irgendwie. Also er hat gesagt irgendwie, ja, er glaubt, das ist eine Hexe oder so, ne, Angaben ungefähr, so ungefähr die Art. Und dann kam der Freund auch nach Hause von der getötet wurde und der wurde dann auch verletzt und wurde voll entstellt, mehrere OPs, hast du nicht gesehen. Es ist, for real, ich schwöre, es gibt Artikel darüber. Ganz, ganz schlimm. Was da, oder hier, da sind irgendwelche Leute und schubsen andere Leute vor die Bahn. Stell dir vor, du wartest auf deine Bahn, deswegen auch Real-Life-Tipp von mir, steht bitte nicht zu nah an der Bahn. Auch schon ein paar Mal passiert hier in Berlin. Dann wirst du einfach vor eine Bahn geschubst. Kannst nichts machen, weil die krank sind. Manche Leute sind einfach krank. Zukunft und Angst vor rechtlichen Konsequenzen hat der Mann nicht. 35, okay, Christian okay. Stahl eilt bereits zum nächsten Zugriff. Dieser Mann soll vor ein paar Minuten noch in eine Messerstecherei verwickelt gewesen sein. Ich halte ihn jetzt bloß fest und warte sicher somit die Maßnahmen der Kollegen ab. Er soll diesen Ägypter mit einem Messer verletzt und ausgeraubt haben. Auch er wird von den Beamten vernommen. Seine Wunden erstmal versorgt. Ich respekte alles, du nicht respekt nichts. Können Sie mir mal zuhören? Ich bin Rettungssanitäterin von der Polizei. War ein Messer mit im Spiel? Ja? Könnte das ein Messer? Das ist relativ tief, ne? Wir haben hier keine arterielle Blutung, das ist jetzt erstmal nicht schlimm. Ja? Zeig mir mal deine Handfläche. Nein. Das wird auf jeden Fall genug. Hör mir mal zu. Ich nicht lügen. Hör mir mal zu. Messer. Hörst du mir zu? Können Sie mir zuhören? Das war auch ein Messer. Es blutet jetzt nicht so stark. Das wird auch, das ist relativ tief, ne? Zu, ja. Klauen. Alles klauen. So, ja, weiß er, dass wir nicht sehen? Ja, man hat da gerade Buch gesehen. Hi. Mit der Frau, alles klar. Aber jetzt auch nicht viel. Hi. Er muss erstmal ins Krankenhaus. Währenddessen wird der Mann, der ihn verletzt haben soll, weiterhin durchsucht. Umdrehen bitte. Hände. Haben Sie ein Messer dabei? Nein. Messer dabei? Nein. Nö, und dann haut er das Messer einfach, ah ja, hier passt. Nö, und dann direkt zack. Haben Sie ein Messer dabei? Nein. Messer dabei? Nein. Top, Dosenöffner, hä? Vor allem gerade in der Hosentasche. Als ob er nicht deine Hosentasche durchsucht. Er sagt doch, ja, hier, rechte Hosentasche, passt. Spritze oder so? Nein. Bringt ja nichts, ja zu sagen. Ach ja, stimmt, ne? Wenn du Nein sagst, kannst du sagen, du weißt nicht, wie das da hingekommen ist mäßig. Die ganzen Spielchen. Doch, Messer dabei. Ist das die Tatwaffe? Ja. Wurde mir reingetan, ja. Das? Das schaut aus wie ein Konvergenzgefäß mit Koks. Kokainsuspekter Substanz. Ja. Es deutet alles darauf hin, dass er unter Drogen steht und mit dem Mann aus Ägypten in einen Streit geraten ist. Jetzt prüfen wir den Sachverhalt, nehmen die Zeugenaussagen auf und schauen. Drehen Sie sich bitte weiter um. Nein, hey. Der Tunesier ist uneinsichtig, sieht sich selbst als Opfer. Seine Person schlägt mich und meine Schuhe, meine Jacke und schlägt mich. Dieser mit mir, nein, ich frage, schlägt mich mit Messer hier. Und schlagen mir hier mit Messer. Ich komme hier mit Toilette. Ich will mach dieser sauber. Polizei kommt. Erstmal müssen die Beamten seine Identität klären. Ausweisen kann er sich nicht. Danach muss auch er ins Krankenhaus. Bis diese Maßnahmen endgültig abgeklärt sind, müssen die Tatverdächtigen von uns bewacht werden. Demzufolge müssen wir unsere Kräfte vor Ort reduzieren, um dann in die entsprechenden Krankenhäuser zu verlegen. 9 Strafanzeigen in knapp 2 Stunden. Darunter Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz, schwerer Raub und unerlaubter Aufenthalt. Während sich die Brennpunkteinheit am Tag um den Görlitzer Park kümmert,
geht es einfach am Tag um 14 Uhr nachts auf zum Cottbusser Tor. Freitagabend 21.30 Uhr. Die Beamten stürmen den U-Bahnsteig. Ein altbewährter Treffpunkt für Drogendealer und deren Kundschaft. Der Kotti zählt zu den Orten mit den meisten Straftaten in Berlin. Gilt ebenso als Drogen-Hotspot. Die Polizisten kontrollieren bereits bekannte Dealer nach Stoff. Und da gibt es einfach den besten Döner-Teller, mit dem besten Döner-Teller Berlins. Orient-Eck. Musst du mal abwägen. Ein eventuell geiler Döner-Teller oder vielleicht auch eine Nadel. Musst du abwägen. Warum wohl? Ich weiß es nicht. Aber der ist schon geil, der Spezi-Teller. Sorry, ey, aber Berlin hat echt seinen Glanz verloren, haha. Ich sag dir ehrlich, die Ecke von Berlin ist echt nicht schön, wirklich. Aber es gibt auch wirklich schöne Ecken von Berlin. Berlin ist halt riesig, 4 Millionen Einwohner. Was für euch, Digga, ich bin letztens, als ich wo war ich denn? Im Dortmund-Stadion. Da waren wir in Dortmund. Und dann hat mich Mo abgeholt und er meinte, komm, lass essen gehen. Dann meinte ich, wohin fahren wir? Er meinte, ja, such dir aus, wir können nach Düsseldorf, wir können auch nach Köln, dann fahren wir ein bisschen länger. Oder war es Köln? Fährt man nach Köln eine Stunde? Ich glaube schon. Aber den Laden, den ich rausgesucht habe, der ist in Bochum. Ich so, wie in Bochum? Wir sind in Dortmund. Wie lange sollen wir denn da hinfahren? Also wir sind 20 Minuten in Bochum. 20 Minuten sind wir in Bochum. Passt. Ich fahre zu Delay Sports. Egal wohin ich fahre. Berlin mit dem Verkehr. Egal wo du wohnst, auch wenn es 500 Meter sind. Du fährst fucking 30 Minuten. Du musst mit 30 Minuten rechnen. Sonst ist das Ding over. Die Kräfte haben beim Betreten dieses U-Bahnhofs Personen entdeckt, die der Betäubungsmittelszene zugehörig scheinen, die teilweise hier auch mit anderen Leuten in Anbahnungsgesprächen waren. Dies nehmen wir dann zum Anlass, um gefahrenabwehrrechtliche Überprüfungen durchzuführen, was jetzt hier so passiert. Die Personalien werden festgestellt, die Personen werden durchsucht. Die Beamten finden verschreibungspflichtige Medikamente. Pregabalin ist eigentlich ein ganz normales Medikament zur Suchtlinderung, oft zur Substitution verschrieben. Es kommt aber in der BTM-Szene, Drogenszene oft dazu, dass die Abhängigen das untereinander verkaufen, um an Geld zu kommen, um sich mit dem Geld wieder Schrauben zu kaufen. Ach Digga, aber U-Bahn ist auch eh absolut, also super Fortbewegungsmittel, aber ihr müsst dann nachts aufpassen. Ich habe einen Kumpel, der ist irgendwie nach Hause gefahren, nachts irgendwie, weiß ich, eine Spätschicht, was weiß ich. Und der wurde einfach, der saß einfach so in dieser Bahn und dann sind irgendwie, keine Ahnung, ein paar Leute eingestiegen und die haben den dann einfach direkt eine gegeben und haben sein Handy geklaut und so, ne? Kannst nichts machen. Und die verpissen sich ja dann so schnell. Die können sich ja schnell verpissen. Dann gehen sie raus und steigen in eine andere Bahn und sind weg. Siehst du nicht mehr. Das Ding ist dann weg. Deswegen müsst ihr immer aufpassen, meine Freunde, ja? Die Welt ist ein abgefuckter Ort. Ist nur in Berlin so? Weiß ich nicht. Ich wette, es gibt in Frankfurt Hauptbahnhof da, Hauptwache. Ich glaube, da kracht's auch. Bitte nicht mit dir. Nee, sie geht jetzt raus. Warte, ich habe ein bisschen. Geht jetzt raus. Dieser Mann scheint unter Drogen zu stehen. Er lässt sich nicht vertreiben und diskutiert mit den Polizisten. Ich muss noch meiner Bier nehmen. Meine Bier, was meiner Bier? Sie sollen jetzt nicht sofort. Ich muss noch meiner Bier. Sie sollen jetzt weggehen. Wir haben nichts mehr von Ihnen. Gehen Sie. Er hat einen Platzverweis bekommen und ist dem nicht nachgekommen zunächst. Da mussten wir nachhelfen und nochmal erklären. Das arme Bier. Straftatbestände liegen hier nicht vor. Alle Männer dürfen gehen. Bekommen aber bis zum Folgetag einen Platzverweis. Das dient der Gefahrenabwehr. Anders sieht es bei diesem Mann in der blauen Jeansjacke auf dem Bahnsteig aus. Die Beamten finden harte Drogen und Pfefferspray bei ihm. Boah, Digga, ich sag, aber sowas ist auch viel zu... Also sehr, also keine Ahnung, man sieht ja nicht alles, aber es regen sich ja auch viele auf, dass das zu locker ist alles, ne? Digga, wenn du siehst, jemand hat da irgendwie irgendeine Scheiße gebaut und dann kriegt er einen Tagesverweis oder was weiß ich, das ist zu locker. Die machen das ein paar Mal. Wie kann es denn sein, dass irgendjemand 30 Einträge hat? Das ist ja verquatscht. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber ich habe gehört und ich weiß auch, dass in Spanien die Muchachos, die sind da nicht so. Wenn du dem blöd kommst, wenn die diskutieren, kann ich mein Bier holen. Digga, da gibt's einen auf den Dötz. Hier, Hombre. Und dann ist gut, dann ist Ruhe. Aber ich glaube, hier ist das nicht so, weil die halt wissen, die Polizisten, die sind halt so, ne, was ja auch irgendwo gut ist. Du hast ein Recht auf ein paar Sachen, logischerweise. Aber manchmal ist auch mal so ein bisschen das Harte natürlich auch der Weg, ne? Wird immer häufiger mitgeführt von Betäubungsmittelhändlern. Und hier letztendlich zum einen Arzneimittel und zum anderen vermutlich Kokain in Mikroreagenzgefäßen.
Wie viel ist das ungefähr? Kann ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen zwischen 10 und 15. Das ist schon nicht so wenig. Also ist schon ein recht guter Zugriff für den U-Bahnhof. Zwischen 10 und 15 Verkaufseinheiten, das sind um die 7 Gramm Kokain. Straßenverkaufswert etwa 3. Digga, was ich auch generell dieses, ich bin kein Jurist, ne? Aber so manche Sachen, ich habe viele Polizisten als Freunde und selbst die finden da scheiße, wie das Gesetz ist. Bist du hier irgendwie mit Steuern oder irgendwelche Sachen, ne? Da wirst du sofort rasiert, Digga. Du wirst so auseinandergenommen. Aber wenn du dich an kleine Kinder vergreifst, ja, oder deine, keine Ahnung, so eine Sachen halt, ne? Und dann sagst du ihr unzurechnungsfähig oder was weiß ich, dann gibt's ein paar Jährchen. Ein, zwei Jahre und dann ist wieder gut oder was? Aber so weit, da sind auch die Polizisten nicht froh darüber. Was mir da teilweise erzählt wurde, wie die dann immer wieder dieselben Leute teilweise, ich weiß nicht, wie das Wort ist, wie heißt das Wort, wenn du immer wieder mit denen dich auseinandersetzt, die aber nicht dann in den Knast gehen. Die waren im Knast, kommen raus, machen immer wieder ein bisschen Scheiße, gehen dann aber nicht in den Knast, nicht Bewährung oder wie das heißt, sondern irgendwas anderes. Dass die Leute daraus nicht lernen, weil die zu locker rein, also die gehen dann für kurze Zeit ins Gefängnis, vergleichsweise kurze Zeit und haben nicht wirklich davon gelernt. Wiederholungstäter, ja genau, Wiederholungstäter. 150 Euro. Wir schreiben eine Strafanzeige wegen dem Handel mit dem Betäubungsmittel mit Kokain. So, verlassen Sie jetzt das Fahrzeug und dann Abmarsch in die Richtung. Der Dealer darf vorerst gehen. Jetzt muss die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob es zur Anklage kommt. Nächster Einsatz. Den Beamten fallen Männer an einem Ort auf, der bekannt für Drogengeschäfte ist. Und sorry, wenn ich nochmal. Aber noch was. Wenn du 14, 15 Jahre alt bist, es gab letztens erst einen Fall, und weil 40 Mal auf ein Mädchen einstichst, ja, da weißt du, was du tust. Da musst du für den Rest deines Lebens, auch wenn du noch jung bist, dann ist da was falsch gelaufen. Du musst dafür, also dann kommst du in. Also dann muss da irgendwas gemacht werden. Und nicht, ja, ich weiß nicht ganz genau, was dann danach abgeht. Aber wenn du dann 18 bist, dann gehst du erstmal für 15, 20 Jahre ins Gefängnis, weil sowas macht kein normal denkender Mensch, du stichst nicht 30, 20 Mal auf jemanden ein. Wenn du 14, 15, 16 bist, ne, da bist du, weißt schon, was falsch und was richtig ist. Ich glaube, da gibt es auch Strafen, da bin ich jetzt nicht auf den neuesten Stand, ne, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die nicht so bestraft werden, wie als wenn du halt volljährig bist, ne, was ja auch irgendwo richtig ist. Das ist gar nicht so einfach, das richtig zu balancen, aber bei manchen Taten frage ich mich ernsthaft, ob die das nicht sogar teilweise ausnutzen, weil sie wissen, dass sie nicht den kompletten Strafvollzug bekommen, mäßig. Gummizelle lebenslang, also ich sag dir auch, das ist... Wann war das? Vor ein, zwei Jahren? So eine Fälle gibt's öfter, Chat, dass so, also jetzt nicht sowas Extremes, aber dass Kinder extreme Straftaten machen. Jetzt muss es schnell gehen. Zugriff. Boah, Todesstrafe ist auch ein Thema. Todesstrafe gibt's ja teilweise auf der Welt. Ich sage Folgendes, okay? Es gibt Taten, da sage ich, da ist das, ich habe letztens ein Zitat gelesen, da ist das Leben von einem durch diese Tat, das kannst du nicht gut machen, du wirst es auch nicht nach 20 Jahren absitzen oder 30 Jahren absitzen, das, was ja eigentlich sogar schlimmer ist, nach 30, 40, 50 Jahren, wenn du 50 Jahre im Gefängnis sitzt. Aber manche Taten, die manche da draußen so machen, da ist das Leben für viele dann verwirkt, sage ich. Die sagen, das geht nicht, sowas kann man nicht machen, das ist das pure Böse. Ich rede jetzt hier nicht von jemandem, ne, sondern es gibt Leute da draußen, Chat, Serienmörder, die 20, 30, 40 Leute killen, sowas gibt's, mit den Leichen verstümmeln und teilweise mit den Leichen dann Sachen machen, dann kommst du aber wieder ins Thema, dass die nicht ganz sauber im Kopf sind, trotzdem wurde da von vielen Leuten das Leben zerstört, so, ne, also nicht nur von dem, den du getötet hast, sondern von der ganzen Familie, wenn die erfahren, was da mit den Kindern von dem passiert ist oder so. Dann kommen so eine Fälle wie Todesstrafe, dann ist im Nachhinein klar geworden, gibt es auch genug Fälle, dass es gar nicht genau so war, wie erzählt wurde. Ne? Es gibt auch da draußen, Freunde, Leute, die sind in einer Position, die sie nicht sein sollten und haben einfach Macht gegenüber anderen. Ganz oft so, ne, ich will jetzt nicht die ganz große Schiene ausfahren, aber ihr wisst es, was so früher los war, was es heutzutage immer noch gibt, der hat das gemacht. Glaubt mir, und dann wird denen geglaubt, weil der eine höhere Position hat. Und dann gibt es halt Aussage, und dann kommt ein bisschen Diskriminierung ins Spiel und dann hast du den Salat. Und wenn, stell dir vor, es gibt dann eine Todesstrafe, obwohl es gar nicht so war. Auch scheiße. Problem ist, Todesstrafe verstößt gegen Artikel 1 Menschenwürde. Okay. Wird da was weggeworfen? Hände raus.
Wir haben zweimal Leute kurz hinter der Sparkasse auf der Mariam einmal was weggeworfen. Ja, irgendwie so eine Plastikkapsel so oder so direkt darin. Ich hab's. Was haben wir hier? Das hat er jetzt im Vorbeigehen weggeschmissen, das prüfen wir dann gleich. Die beiden Männer werden nach weiteren Substanzen durchsucht. Manche haben auch hier nicht ganz verstanden, was anscheinend ist so. Freunde, es gibt Leute, die fahren hier in Berlin vor Jahren, da fährt jemand mit einem LKW in eine Menschenmasse. Erklär mir mal den Sinn. Da gibt's nichts zu diskutieren. Mit so einer Tat, da bist du, da ist es sogar eigentlich schlimmer, wenn du 30 Jahre im Gefängnis bist, ne? Weil das ist eigentlich der Horror. Stell dir vor, du bist im Gefängnis, bis du stirbst. Das ist viel, das ist eine, also das, danach ist over. Wer hat das weggeschmissen? Ja. Und du kannst es nicht rechtfertigen, andere Menschen zu töten. Sowas gibt nicht. Gibt keinen Grund. Habe ich genau gesehen. Sie sind jetzt Beschuldigte einer Straftat. Dazu können Sie sich äußern, müssen Sie aber nicht. Vor Ihrer ersten Vernehmung haben Sie weiterhin das Recht auf einen Anwalt. Haben Sie das verstanden? Englisch, Français? Français. Okay. Vous êtes accusé d'avoir commis un délit? Der kann Französisch? Okay. La possession de stupéfiants est illégale en Allemagne. Notwehr, ja, Notwehr. Damit hat der junge Dealer nicht gerechnet. Die Einheit ist sprachlich gut aufgestellt. Was die Kommunikation mit möglichen Straftätern aus dem Ausland fand. Digga, dass der einfach Französisch kann. Da denkt der Mann sich, Digga, warum kann er jetzt Französisch? Ich komme ja aus der Nummer raus, ohne ein Wort zu sagen. Einfach. Auch hier ein Platzverweis mit Klartext von der Polizei. Wenn ich Sie wiedersehe, werde ich Sie festnehmen, okay? Dann nehme ich Sie mit und dann schlafen Sie in der Gesa und dann schauen wir weiter. Der mutmaßliche Dealer versteht also doch Deutsch. Die Französischkenntnisse hätte der Beamte gar nicht gebraucht. Sie können gehen, wenn Sie nicht wiederkommen. Oh, haben Sie das verstanden? Alles klar, dann gehen Sie. Die Kontrolle ist damit abgeschlossen. Wir haben noch eine halbe Ecstasy bei dem anderen gefunden. Okay. Die passt aber leider nicht von den Motiven zu dem Lupanischer. Ja. Das ist halt die mit dem Netflix-Logo drauf. Okay. Ja, das Programm wir machen jetzt, fast Sadie mit ihm, hoffen, dass das funktioniert. Und dann wird er auch mit Platzweis entlassen. Alles klar. Kurze Nachfrage. Was heißt, die passen nicht zum Motiv des anderen? Na, wenn man jetzt, wenn das auch eine von den blauen Ecstasy-Tabletten gewesen wäre, läge natürlich der Verdacht nahe. Kriminaloberkommissar. Oh, sieht doch relativ jung aus, der Mann. Dass er das bei dem gekauft hat. Und dann müsste man ein bisschen mehr nachfragen. Natürlich alles nach der Belehrung. Und wenn dann gesagt wird, ja, ich habe es bei dem da gekauft, dann hätte man halt den vollzogenen Handel. Und dann würden wir eine andere Anzeige schreiben. Auch hier ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der fünfte in dieser Nacht. Dazu zwei weitere Strafanzeigen wegen unerlaubten Aufenthalts. Eine ganz normale Nacht für die Brennpunkt- und Präsenzeinheit der Berliner Polizei. So, gute Doku. Ja, so diese Drogendinger finde ich auch immer interessant. Everything has changed. Every day.